Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute schauen wir uns mal wieder ein Toy an, das ein Schneider uns basteln kann. Und zwar das Zeitreisekissen. Was macht das? Platziert ein Zeitreisekissen, das als Sitzgelegenheit dienen kann und sich 5 Minuten lang durch die Zeit bewegt. Hört sich sehr cool an. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder größere Erwartungen, als was es dann wirklich macht, wie es so meistens bei den Toys ist. Und ja, ich will euch jetzt mal zeigen, wo wir das herkriegen. Und zwar kann das einmal ein Schneider bauen. Im Auktionshaus bei mir ist es gerade für um die 16.000 Gold. Ihr könnt es auch von dem Schneider bauen lassen, den ihr kennt. Oder ihr tut in Waldracken hier einen Arbeitsauftrag erstellen. Da können wir es wahrscheinlich ein bisschen günstiger holen. Kissen, und zwar Zeitreisekissen. Und ihr seht, die Mattkosten sind für das Zeitreisekissen hier lediglich 3.100 Gold. Bei mir aktuell sind alles Auktionshaus-Mats, also die könnt ihr da einfach rauskaufen für den Preis. Und ja, wenn ihr dann hier diesen öffentlichen Auftrag erstellt, ist es eigentlich immer relativ schnell durch. 20 Minuten oder so sind die meisten Dinge gebaut. Die Leute machen das auch, wenn ihr nicht sonderlich hohes Taschengeld da reinstellt, denn die wollen sowohl den Erstherstellungsbonus haben, als auch ihre Weekly Quest, ne, für die Arbeitsaufträge, und dann könnt ihr das relativ gut günstig kriegen und spart euch mehrere tausend Gold für dieses kleine Kissen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an und ich bin schon mal gespannt, was passiert, wenn wir dadurch die Zeit reisen, also zumindest angeblich. Okay, das ist dreieckig, jetzt setzen wir uns mal drauf und jetzt... Ich wusste es, es passiert einfach gar nichts. Ich dachte, da passiert irgendwas Cooles. Nee, wir sind einfach in so einer komischen Blase. Sonst Kanadiner, ich weiß nicht, ob der sonst auch hier rumflitzt. Nee, es passiert einfach gar nichts. Ich dachte jetzt, da passiert irgendwie außenrum irgendwas Cooles, ne? Aber so wie es aussieht... Ich warte das jetzt nochmal so ein paar Sekunden. Ich glaube, die Zeitreise soll diese Blase darstellen, ne? Ich hätte mich ja gefreut, wenn irgendwie die ganzen NPCs extrem viel schneller laufen oder irgendwas anderes passiert oder langsamer. Das wäre cool gewesen. Aber ne. Ich reise 5 Minuten in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich die 5 Minuten jetzt abwarten muss. Ich würde mal sagen, das machen wir mal nicht. Und ja, vielleicht habt ihr noch rausgefunden, ob noch irgendwas krass Cooles passiert. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Das war es anscheinend an der Stelle. Das Kissen sieht, naja, eher so medium aus. Die Polsterung ist ein bisschen gering, würde ich mal behaupten. Das ist ein ziemlich dünnes Ding. Und die Blase, die macht es jetzt irgendwie auch nicht wett, wenn wir ehrlich sind. Aber naja, es ist ein Toy mehr für die Sammlung. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tula. Bis zum nächsten Mal. Ciao.